ihr könnt... Danke, Sebastian. Jetzt aussteigen. Komm, Großvater. Du bist ja ganz aufgeregt. Heidi, meine Kleine. Tante Dete. Schön, dich zu sehen. Danke, Sebastian. Mit Vergnügen. Mein liebes Kind. Her. Guten Tag, Herr Meier. Freut mich sehr, Sie wiederzusehen, Fräulein. Willkommen bei uns in Frankfurt. Wir haben uns so lange nicht gesehen, Fräulein Rottenmeier. Oh, guten Tag, Adelheid. Almöhi. Grüß dich, Dete. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Gut, gut. Gehen wir doch hinein, sonst frieren wir hier noch fest. Ich werde gleich etwas Teewasser aufsetzen. Schau mal, Großvater, hier drüben geht es zur Bibliothek und da ist das Musikzimmer. Aber es geht noch viel weiter. Wirklich ein stattliches Haus, in dem Sie hier wohnen. Herr Sesemann hat mich gebeten, dafür zu sorgen, dass Sie sich bei uns ganz wie zu Hause fühlen. Sehr liebenswürdig. Heidi! Großvater! Clara! Wie schön! Endlich sind wir wieder zusammen, Clara. Ja, ich konnte es auch kaum erwarten. Oh, deine Schuhe. Machst du jetzt Ballett? Ja, ich führe es dir gleich vor. Aber zuerst will ich Großvater guten Tag sagen. Clara, eine kleine Ballerina. Wer hätte das gedacht? Tja, es ist wahr. Herr Meier, Herr Sesemann hat einen Termin mit Dr. Beckmann für Sie arrangiert. Er erwartet Sie im Musikzimmer. Dr. Beckmann ist der freundlichste Arzt auf der Welt, glaub mir. Aber du kannst nicht mit zu ihm hineinkommen, Heidi. Hä? Wieso denn? Weil ich den Doktor gern allein sprechen möchte. Verbring deine Zeit doch lieber mit Clara. Ja, gehen wir nach oben. Du musst unbedingt meine Ballettlehrerin, Frau Linke, kennenlernen. Du wirst sie ganz sicher mögen. Folgen Sie mir bitte. Dr. Beckmann, darf ich Ihnen Herrn Meier vorstellen, Heidis Großvater? Herr Meier. Worauf wartest du denn? Beeil dich! Ich komm ja schon. Deshalb sind wir nach Frankfurt gekommen, um Dr. Beckmann um Rat zu fragen. Dann hoffe ich sehr, dass es dem Doktor gelingt, deinen Großvater schnell zu heilen. Das ist nett von Ihnen, Frau Linke. Das hoffe ich auch. Und bis es soweit ist, was hältst du davon, ein paar Tanzschritte zu lernen? Oh ja. Hast du Lust dazu, Heidi? Naja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber natürlich. Du wirst sehen, es gibt nichts Besseres, um auf andere Gedanken zu kommen.